Da brauchen wir auch das Dungeon-Item. Und ja, ihr seht das wieder sowas. Die Dinger müssen nach unten. Knapp verfehlt. Yes! Dann seht ihr schon, da drüben steigt jetzt die Plattform auf und ab. Das heißt, da muss es einen Schlüssel geben. Gegner! Sweet. Sie nix? Nee. Nach oben kommen wir auch nicht. Ich glaube, hier kommen wir wieder hoch. Eins zumindest, der Seeschrein ist nicht der schlimmste Tempel des Spiels. Der kommt noch. Vor dem habe ich jetzt schon so ein kleines bisschen Respekt. Na, jetzt sind wir schon wieder hier unten. Offenbar war das nicht richtig. Hier ist noch ein Gang. Ah, verstehe. Dafür war das gedacht. Genau, und da ist nämlich jetzt der Block, der auf abgeht. Einmal aufsteigen, bitte. Und hier ist jetzt bestimmt irgendwie Karte oder sowas drin. Nee, Schlüssel. Okay, ist auch sweet. Und ich weiß auch, was wir mit diesem Schlüssel machen können. Und ich weiß, dass wir nochmal zurück müssen. Denn ihr seht ja, mit den Platten muss irgendwas auf sich haben. Das werden wir noch herausfinden. Im späteren Verlauf dieses Tempels. Das wird nämlich, auch wenn es nervig ist, noch sehr interessant hier. So, jetzt muss ich noch rätseln, wo jetzt die verschlossene Tür war. Oh, es ist wieder schön mit diesem Tempel. Au. Wo war jetzt abgeschlossen? Nach das Natur. Bitte lass es die Karte sein. Oh ja, es ist die Karte. Naja, obwohl es nicht so verzweigt, es geht eigentlich. Er ist jetzt nicht so groß wie halt der Wassertempel von Ocarina of Time. Der war ja noch schlimmer als der hier. Ich muss sogar zugeben, dass ich, wenn ich genau überlege, diesen Tempel eigentlich schön finde. Vom Design her. Ist nur mit dem Wasserrad ein bisschen nervig, aber ansonsten ist der Tempel schön. Jetzt können wir auch hier weiter. Da wir den Schlüssel haben. Ich hoffe mal, ich übersehe jetzt nichts. Das wäre nicht ein bisschen blöd.
Okay, wo sind wir hier? Das sieht schon ganz so aus, als wenn wir irgendwo eine Wasserspur wäre. Als wenn wir schon das erste Mal das Wasser aktivieren können. Da gibt's was. Bomben? Okay, das kann jetzt kein Zufall sein, dass die gerade hier sind. Das heißt, hier muss es irgendwas geben. Ah, ich hab doch gewusst, dass irgendwas mit den Bomben auf sich hat. Immer alles ganz genau untersuchen. Und dann irgendwann findet man eine Rätsellösung. Schön, das bleibt schon mal offen. Das geht doch bestimmt mit Bomben kaputt. Yes! Okay, ich will erst mal gucken, was hier drin ist. Okay, hier ist erstmal nichts zu machen. Das wird sich bestimmt in Wasser drehen später. Was ist da hinten mit dem Ding? Okay, das wird bewacht. Vom Echsenmann. Jetzt nicht mehr. Wir haben zwei Pfade. Slimies. Slimies. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht lang. Aber dann ist ein Trüchen. Steht raus! Okay! War es also doch nicht schlecht, hier lang zu gehen. Sweet. Das sieht irgendwie teils aus wie in Skyrim die Zwergenminen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das Gefühl, als wenn es so aussieht. Teilweise. Okay, ja, gegen den Typen können wir erstmal nichts machen. Weil den müsste man aus seinem Ding rausholen. Wir können aber dank des Schlüssels jetzt hier lang. Wir können auch, glaube ich, das erste Mal das Wasser aktivieren. Oder können wir das nicht? Okay, wir müssen da lang. Weil da oben kann man bestimmt das Wasser. Da oben kann man bestimmt das Wasser aufdrehen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Also Punkte fürs Dungeon-Item. Bloß, ist das jetzt schon hier oder kommt das erst noch später? Hm,
Interessante Frage. Überall diese komischen Wasserspinnen. Das sind die gleichen, die man von den Zelda-Spielen kennt. Sind bloß immer weiter perfektioniert worden. Nach Green of Time sah es schon richtig gut aus. Okay, irgendwo ist das Wasser verstopft. Die Bomben sagen mir das. Okay, verstehe. Wir müssen am Hebel schon ziehen. Und wir haben es das erste Mal geschafft, dass sich das Wasser bewegt. Bloß rauf kommen wir jetzt trotzdem noch nicht. Da fehlt uns das Dungeon-Item. Stimmt, so ein Schlüssel sein oder so. Wir rutschen. Yay! Jetzt hätten wir auch mal Wasserrutsche. Und wir sind unten. Demnach müsste sich jetzt auch da drinnen irgendwie das Wasserrad drehen. Okay, ja, gegen dich können wir erstmal nichts machen. Stimmt ja, wir müssen da drin noch irgendwie was aufmachen, also das war's noch nicht. Richtig, jetzt können wir auch hier zur Mittelinsel fahren, beziehungsweise schwimmen und können somit auch diesen Hebel aktivieren, der bestimmt das Tor drüben aufmacht. Bin ich nicht schlau? Okay, sweet. Mal schauen, was sich jetzt getan hat. Das Ding dreht sich schon mal, das ist gut. Jetzt können wir auch hier durch. In der Mitte? Im Mittelraum ist jetzt bestimmt so, dass sich das Rad jetzt auch dreht. Sweet, das ist zwar eine Fee, aber brauchen wir jetzt nicht. Zum Mittelraum wollen wir mal. Kennt ihr diesen Raum wieder? Ja, genau. Jetzt müssen wir nämlich genau dahin zurück. Nice. Und damit haben wir auch die ersten Wasserfluss hier vollendet. Das müssen wir auf allen Seiten machen. Damit sich unten komplett alles mit Wasser füllt. Und ich glaube sogar, jetzt können wir da unten an die Truhe ran. Das will ich nämlich gerade mal machen. Wenn es gerade so aussieht, als wenn ich es momentan nicht könnte. Denn unten gab es ja
die Truhe. Nein, 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 wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Oh, die Dinger sind nicht nett. Definitiv nicht. Sind das Piranhas oder was ist das? So, was haben wir hier Schönes? Was, plus Rubine? Das ist ja ein bisschen spärlich. Na, egal. Stimmt, das Dungeon-Item kommt man erst ein bisschen später. Boah, die ziehen ganz schön ab, die Viecher. Heile Witzka. Zack. Voll durchstoßen. Warte mal, können wir jetzt auch hier oder? Nee, passiert noch nichts. Okay, dann müssen wir einmal drehen und auf die andere Seite. Hier können wir noch nicht drehen. Geht noch nicht wegen Dungeon-Item. Können wir? Nee, da können wir nicht lang. Na, jetzt ist wieder. Das war gerade wieder dieser klassische Fehler, wenn die Aufnahme irgendwie kurz einfriert. Das hatte ich gestern bei Kingdom Hearts so. Allerdings in einem Rhythmus, der schon ins Nervige ging. Jetzt eigentlich hier lang? Ne, können wir auch nicht lang. Oh, genau das hasse ich. Genau deswegen mag ich diesen. Genau deswegen ist das nicht gerade mein Lieblingsdungeon, sag ich mal. Ach ja. Bis gleich, Leute. So, okay, und weiter geht's. Ich habe jetzt nicht mehr allzu lange Zeit. Deswegen mal gucken, was wir jetzt hier noch so schaffen. Okay. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Haben wir noch einen Schlüssel? Nee, wir haben keinen Schlüssel mehr. In der Mitte ist nämlich auch noch was. Ach, Moment. Ich glaube, in der Mitte, das war der Bossraum. Ja. Jetzt weiß ich gerade, wer in der Mitte war, der Bossraum. Und, große Schlüsselbaum, alles klar. Das müsste jetzt die richtige Tür sein, oder? Ich hoffe es mal. Ist das der? Nein. Ich hab vergessen, wir müssen eins runter. Obwohl. Halt! Von wegen eins runter. Ich hab eine bessere Idee. Wir kürzen ein bisschen ab, das Ganze. Da sich. So knapp unter uns der Raum befindet, wo wir hin müssen, können wir uns das ganz einfach machen. Wir können einfach hier in der Mitte abkürzen durch den Raum, indem wir ganz einfach runterspringen. Das müsste klappen. Ja. Komm mal. Gut. Genau hier wollte ich nämlich hin. Ah, praktisch. Wir sind nämlich genau dorthin, wo ich auch wollte, von der Position her. Jetzt kann ich das Ganze so beobachten. Jetzt dreht sich da oben alles.
Oho, schnell weg. Nach oben hin müssen wir. Wir müssen von Plattform zu Plattform springen. Jumping Parts bin ich jetzt im Grunde eigentlich nicht so der Fan von. Aber dieses Mal müssen wir es wohl tun. Natürlich, die Dinger wackeln auch noch. Oh, oh Gott, jetzt wäre ich fast runtergerannt. Hier lang müssen wir, glaube ich. Na toll. Ist zu. Obwohl, kann es sein, dass die Schlüssel da drüben ist? Ja, so kann man die Fische auch besiegen. Okay, du lässt keinen Schlüssel fallen. Vielleicht nur ein Schlüssel, den wir mal sehen haben. Da können wir noch nichts machen. Zeit habe ich auch noch, das ist cool. Jetzt ist die Frage, gibt es hier einen Schlüssel? Oder gibt es hier keinen Schlüssel? Doch, da drüben. Nice! Ansonsten... Ach so, Moment, ja. Das war jetzt natürlich falsch. Wir müssen von der anderen Seite rennen. Warum, das seht ihr gleich. Bin ich nämlich damals auch drauf reingefallen? Haha, eine Wand. So. Ja, wir müssen nämlich von der anderen Seite rennen. Über den Weg, den wir gerade schon gegangen sind. Über diesen Weg. So. Alles voller Qualis hier. Qualis, die mit Strom geladen sind, ist klar. Okay, verstehe. Eine Brombe. Und der Weg ist offen. Oh, ich bin weg hier. Jetzt sind wir nämlich hier wieder in dem Zimmer von vorhin, nur dieses Mal von der anderen Seite. Jetzt die Frage, was ist hier? Ihr seht schon, da oben scheint etwas zu sein. Igitt, eine Riesenkröte.
Die war aber auch recht leicht zu besiegen, glaube ich. Ich muss nämlich warten, bis die sich irgendwie... Oh, da kommt sie runter. Achso, die Zunge, ja. Die Zunge war der Schwachpunkt von dem Vieh. Warten, bis er eine komische Klatsche macht. Boah, ist das Vieh hässlich. Na komm, mach deinen Sprung. Das ist auch sehr einfach, der Boss, muss ich sagen. Das heißt, Boss, das ist ein Mini-Boss. Ihr seht schon, das bringt nichts, wenn man ihn so schlagen will. Man muss ihn runterkommen lassen. Da ist ein bisschen Zunge draußen und wir können ihn zuschlagen. Okay, das geht nicht. Wir müssen scheinbar warten, bis er seinen komischen Klatscher macht. Den macht er erst, wenn ich den ganzen Kaulquappen hier besiegt habe. Okay, das ist vielleicht keine gute Idee, das zu machen. Na komm. Mach deinen Megasprung. Yes, und das war's. So. Was gibst du uns? Wir haben den Greifhaken. Yay! Damit können wir uns jetzt von einem Ort zum anderen ziehen. So, den werden wir gleich mal austesten. Ich werde nämlich auch gleich die Session für heute beenden. Na komm. Genau. So funktioniert das gute Stück. Okay, und da ich heute noch was vor, würde ich sagen, na, den Typen da drüben schauen wir noch. Dann mache ich nämlich da gleich einfach nur einen Schnitt rein. Werde nämlich dann später noch den Rest des Tempels aufnehmen. So, okay. Dann würde ich sagen, in den nächsten paar Parts geht es dann Richtung Boss. Und wahrscheinlich auch ein Stückchen vom nächsten Zielbereich. Oder mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, dann würde ich sagen, es hat mir Spaß gemacht mit euch. Und ich würde sagen, Tschüssikowski, bis zur nächsten Session von Twilight Princess. Tschüss und tschüss.